Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und höre ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und dann scrollen wir hier ein bisschen runter und da haben wir hier den Erfolg, Quaken wir los. Und was müssen wir dafür machen? Rettet alle 5 Entchen in der Blase im rastlosen Sumpfland. Und ja, wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier in der Küste des Erwachens. Und jetzt einmal noch in dem Lager auf den Koordinaten 74, 41. Und hier müssen wir erstmal 2 Pre-Quests erledigen. Das sind so Side-Quests, die gibt es von den Kollegen hier hinter mir. Und ich habe mir die schon mal rausgesucht. Das eine heißt Muscheln kuscheln und das andere heißt Lösung mit Vorschlaghammer. Die beiden Quests müsst ihr erstmal erledigen. Die gibt es beide in dem Lager. Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr Entchen in der Blase euch besorgen. Und diese Entchen in der Blase sind hier hinten. Ihr seht es in dem Bereich hier. Und zwar ist es eine Quest, die ihr einmal die Woche absolvieren könnt. Es sind 5 verschiedene Entchen, heißt in der ersten ID-Woche, die geht ja immer von Mittwoch bis Dienstag, ne, könnt ihr quasi dann Woche 1 absolvieren. Das Entchen ist auf den Koordinaten 80, 42. Dann in der zweiten Woche könnt ihr auf 80, 39 das Entchen holen. In der dritten Woche auf den Koordinaten 81, 45. In der vierten Woche auf den Koordinaten 79, 42. Und in der letzten auf den Koordinaten 82, 42. Die werden wir jetzt einmal machen, dann zeige ich euch das. Ihr müsst euch die Koordinaten nicht merken, es ist ein relativ kleiner Bereich hier unten. Fliegt da einfach rum, schaut da, wann ihr irgendwo dieses Ausrufezeichen seht. Nehmt das Entchen mit, begleitet es daher, das ist eine Sache von 1-2 Minuten. Und dann hat sich das. Ihr seht, hier sehe ich schon diese Marks alle auf der Map, also die sind sehr, sehr nah beieinander. Und das, was ich brauche, müsste da oben irgendwo sein. Und zwar seht ihr schon, so sieht es aus, das ist mal so ein Entchen in der Blase, da geht er dann einfach hin, quatscht es an und dann folgt euch das. Ja? Und mit diesem Entchen müssen wir jetzt einmal zurück. Wenn ihr fliegt, habt ihr das Problem, dass es nicht ganz so schnell ist, deswegen solltet ihr da nicht extrem wegspeeden. Da haben wir es. Und ja, das bringen wir jetzt einfach zurück in das eine Lager, wo wir gerade eben waren. Und sobald wir das gemacht haben, können wir es abgeben. Und das müsst ihr halt, wie gesagt, 5-mal machen. Müsst hier auch die Gegner nicht töten. Das Entchen greift auch niemanden an. Ihr müsst einfach nur dahin laufen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Solltet ihr die Entchen nicht sehen, dann habt ihr, wie gesagt, halt die Pre-Quest nicht gemacht. Und dann müsst ihr die halt einmal erledigen. Aber das sind halt einfach Side-Quests. Es kann halt sein, dass ihr jetzt am Anfang nur die Kampagne gespielt habt, die Side-Quest ignoriert habt. Und dann solltet ihr die hier noch einmal erledigen. So, da fliegt das Entchen ran. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man vorfliegen darf. Lieber ein bisschen kleine Steps machen, dass es dann nicht abgebrochen wird. Gut, jetzt haben wir das quasi erfüllt. Geben wir einmal ab. Und tada, ploppt das auf, wenn ihr das 5-mal wie ich jetzt gemacht habt. Das müssen nicht 5 Wochen hintereinander sein, aber halt 5 verschiedene Wochen, wo ihr das Ganze angeht. Und dann seid ihr mit dem Erfolg durch. Und ja, damit war es das mit dem kleinen Achievement Guide. Ich zeige nochmal auf der Map, wie das Ganze aussieht. Beziehungsweise, warte mal, tun wir mal mit Handy Notes. Habt ihr quasi auch die Sachen auf der Map, wenn ihr euch das anzeigen lassen wollt. Ich habe mir jetzt einfach die Koordinaten rausgesucht. Das bleibt sich aber gleich, wie ihr das macht. Also hier seht ihr nochmal die ganzen Koordinaten, wo die verschiedenen Entchen sein können. Gut, damit sind wir durch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.